So, hallo und alle zur nächsten Folge von League of Legends. Heute spiele ich Master G im Jungle und zwar wieder ein Ranked. Das ist das zweite Placement-Game und ich habe endlich Jungle gekriegt. Mal gucken, was das wird. Ich hoffe mal, es wird geil. So. Aber ich meine, das sieht jetzt aus. Ja, im neuen Jungle startet man jetzt anders. Muss mich da ein kleines bisschen umgewöhnen. Und ja, ich starte auch mit G gerade mal unten, denn... Ja. Denn, Grisalil von der Botlane und dann hält der Red Buff länger. Mag ich besonders. Pass auf, wenn ich Early Gank, mag ich es beim Red Buff anzufangen. Weil, du hast den Red Buff, wenn du den ersten Gank machst. Du machst ja dann auch die Golems da oben mit. Bis Level 3. Und wenn ich so ein bisschen farme zunächst mal, dann kann ich auch einen Blue Buff starten. Ist okay, dann hält der Red Buff länger sozusagen. Weil ich ihn ja später mache. Na egal. Ich glaube mich so ein bisschen durch. Und geh die Sache ein bisschen easy an. So, ein Heal drin. Vielleicht kann ich oben dann gleich ganken. Vielleicht. Ich kann schon mal einen Pot hier nehmen. Darf die nicht alle tanken, das ist nicht gut. Habe ich auch schon wieder zu viel gemacht. Egal, ich heile mich gleich hoch. First Blood, oh nein. Der Darius muss den doch zerstören. Muss den doch rippen. Ja, so geht jetzt back, oder? Ne, ich kann nicht hier nicht. Hätte ich Red Buff gemacht, wäre direkt durch. Vielleicht hätte ich es recht gemacht. Aber. Ja, muss mal hier. Ich fahre mich wieder hoch. Ne, lass weiterfahren. Ich war auf Level 2 gestorben. Ich bin mal passiver. Anfang erstmal ganz gechillt fahren. Manchmal mache ich auch abwechselnd zuerst auf den einen Attack, dann auf den anderen, damit der Red Buff immer wieder refreshed wird und dann parallel weiter tickt. Gucken, ob ich top ganken kann. Ah. Okay. Oh, jetzt komme ich da nicht ran. Ich mache einen Exhaust. Ich droppe das Exhaust für den Slow. Ist okay, er kriegt einen Kill. Bevor der in die Minion-Wave reinkommt und wegdashen kann, slow ich den. Ist mir egal. Early Exhaust draußen. 3 Minuten habe ich wieder. So. Ich hoffe nur, dass ein paar andere Lanes auch noch gewinnen. Weil die da oben ist jetzt erstmal nur ausgeglichen. Darius war auch gar nicht shoppen bis jetzt. Was? Darius war doch schon in der Base. Der hat gar nicht gekauft. Er hat keine Items geholt. Word, der hat nur sein Dawn Shield. Start-Item plus ein Trank. Ja. Ich hab noch Red Buff, vielleicht kann ich was machen. Nein, kann ich nicht, die wissen, dass ich da bin. Can't do it. Die wissen das. Die wissen das safe. Brauchst gar nicht hingehen. Aber geht weg da unten. Ich mach wieder eine Jungle-Runde. Mobs spawnen so langsam wieder. Da ist auch noch ein Jax. Will der ernsthaft schon... Okay, nein, läuft vorbei. Der ist noch oben vorbeigelaufen. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Der kann mit... Ja, Wayne. Heißt das, dass ich ganken soll? Oder heißt das, dass der doch den Dragon macht? Och, Darius. Siehst du, der macht keinen Dragon. Was bringt nichts zu ganken? Ich hab...
Oh, der Fisk riecht aber auch heftig. Geh back für sich, halt für dich die Lane zur Not. Ah, geh da back, du kannst nicht rein, du kannst nicht last hit und verpasst die Minions. Dann bleib halt. Ja, momentan passiert noch nicht viel. Ich mach Ulti. Gib mir eine Ulti. Gib mir ein U. Gib mir ein L. Da muss ich jetzt raus. Ich habe keine Mana mehr. Keine Mana mehr. Gib mir jetzt gerade das Mana für einen Heal auf. Oh, brauche ich gar nicht. Ja, es war gerade Glück, dass der Jax da war. Die Orie wäre eigentlich. Hätte ich eigentlich kriegen müssen alleine. ja, zwei Kills hat er. Naja, warten wir ab. Spielen das einigermaßen gechillt erstmal. Ist noch kein Grund zur Panik. Einfach nicht feeden und hinterherkommen. Ich habe so ein bisschen Angst um den Darius einfach, dass der da oben halt. Naja. Ich mache jetzt den Rap-Buff. Und dann gehe ich Stopp sehen. Dann rasiere ich den Yasuo vielleicht. Ich habe wieder Exhaust. Und gleich auch die Ulti wieder ein paar Sekunden. So, machen wir den weg. Oh nein, kämpft da oben. Darius, are you sure? Oh, das könnte tatsächlich was werden. Okay, nein, könnte nichts werden. Wegen dem Schild. Der hat sein Schild wieder gekriegt. Oh, ernsthaft? Da gehe ich nicht hinterher. Da ist er geflasht. Ich habe den Exhaust noch drauf gekriegt. Darius erstmal weg. Ich push dafür. Ja, dann bekämpft ihn noch nicht, Darius. Du weißt doch, dass er steckt. Jetzt ist er erst recht stark, der hat 3 Kills. Farm die Lane, Darius, chill. Top Lane ist sowieso immer so eine Insel. Ich arbeite einfach von oben nach unten. Ich mach gleich schon Drake. Ich hole mir meistens immer das erste Jungle-Item komplett fertig, bevor ich hingehe. Wenn Jax nicht da ist, kann ich ihn gleich solo machen. Vielleicht habe ich nur noch Gold für den Pink Ward. So, jetzt gehe ich back. Nein, ich gehe nicht back. Hätte durch ihn durchdashen können vielleicht. Okay, ich probiere jetzt den Dragon zu machen, weil mir Rap-Buff läuft sonst aus. Und dann komm schon. Kann solo. Okay, das ist Jax. Ja, okay, gut. Ja, war's vorbei. Der hat noch einen Stun gehabt, aber wir wären nicht weggekommen. Oder ich wäre nicht weggekommen. Ich weiß nicht, ob es wert war für den Drachen jetzt. Aber die, wäre die Wayne unten geblieben, hätte ja vielleicht, wäre die Morgana vielleicht nicht hochgeroamt. Das wäre besser. Leute, ich sag euch, das Game werden wir verlieren. Bevor ich überhaupt irgendwo hinkomme. Weil die Wayne jetzt da nicht runter ist. Was? Hat sie noch was wahrscheinlich? Ja. Und die Jinx hat Bonusgold gekriegt, die 500.
Na gut, Fizz stirbt auch die ganze Zeit. Es gewinnt halt keiner die Lane einfach. So, aber Damage ist ganz gut jetzt. Ist er schon wieder gestorben? Kämpft er nicht. Don't fight. Farm. Konzept verstehen halt einige nicht. Gegen Jax brauche ich jetzt übrigens auch nicht kämpfen, beide. Nicht vergessen. Der hat 5-0. Ich sag mal so, es kommt drauf an. Wenn ich auch ebenfalls Level, wenn ich das gleiche Level bin wie er, dann kann ich ihn fighten. Weil. Und er hat halt nicht, er hat keine weiteren Items dann schon. Dann sind wir mit Items gleich auf, mit dem Level gleich auf, dann müssten wir eigentlich kriegen. Ach, komm, ernster. Was, die tilten jetzt schon wieder? Hä? Wo will der denn hin? Der ist einfach weggelaufen gerade. Oh mein Gott. Komm schon, lauf schneller, Master Yi. Ja, vielleicht kann ich das machen. Noch nicht ult, noch nicht ult, noch hier. Jetzt ulten. Oh, ernsthaft? Oh, komm, kann ich? Oh, das war knapp. Für Morgana's dann ausgewichen. Ich kann noch nicht top gehen, ich bin da. Brauche ich gar nicht hin. Kann ich vergessen. Das war richtig knapp gerade mit dem Q. Ja, Wayne muss Bot Tower machen. Wayne muss den Bot Tower machen. Ich sollte mir auf jeden Fall mal Magieresistenz holen. Aber erst hier, was da? Oh! No. Hat Fizz nicht einen AP-Bonus, wenn der gerade die Ulti auf jemanden drauf hat? Ah, hier, Trash-Laterne, gib mir Laterne. Lantern, Laterne! Ich gehe mit meiner Laterne und der Trash mit mir, oder was? Laterne. Ich muss mir mal das Lied beibringen. Den gerade hat's geleckt, das war nicht so cool. Ja, ich habe zwischendrin einmal kurz ein Heal gemacht. I'm too tilted for this. Ja, dann spiel nicht, Mann. Das ist schlimm, ey. Das ist meine Placement-Matches. Stellt euch nicht so an. Bitte. Er ist 2 Level über die Fizz. Don't fight. Darius oben. Sag mal, die sind noch mindestens Platin und Gold. Ich habe nicht am Champions-Deck gesehen, die war letztens, die sind alle beim Platin oder Gold. Die MMR zählt ja bei Matchmaking, auch wenn wir nicht eingerankt sind. Das heißt, ein Silberspieler ist gar nicht dabei. Oder niedriger. Gegner 2 Level drüber. Du bist schon 3-mal gegen den gestorben. Gleich nicht kämpfen. Und auf Hilfe warten. Oh, Fizz. Fizz, das ist... Nein! Morgana, das war gut. Oh Gott. Jax, ich hau ab. Hätte die Morgana jetzt mich jetzt... Ich hab die eigentlich gesehen, dass du kommst, aber... Hätte mich jetzt nicht gestunt, wäre der Yasurip gewesen. Brauch ich gar nicht reingehen. Brauch ich nicht reingehen. Ah. Warte, mein Tick ist gerade gegen mich. Boah, ich bin 2 Level über der Orianna, über den gegnerischen Midlaner. Ich brauche auch nicht versuchen, einen Weg abzuschneiden. Komm schon. War ernsthaft?
Ernsthaft? Ah, schade. Der Yasuo-Wirbel, als er mich hochgewirbelt hat, konnte ich mein Q deswegen nicht machen. Der hat mich in die Luft geschleudert, deswegen. Ah, oh, das war knapp. Hätte ich schon mal gekriegt. Ich hätte dann, glaube ich, nicht mehr zurückgekommen. Aber die Mitspieler sind schon ein bisschen tilted. Die spielen noch nicht mehr so, wie sie mal so spielen würden. Ja, kann nicht sein. Trash kämpft allein gegen einen Midlaner. No good idea. Kann man nicht zum Pushen. Bei der Morgana habe ich gerade versucht, auch der Ulti auszuweichen, als die. Die Ulti hat gezündet. Ich habe auf die Kuh gewartet, das wollte ich eigentlich dodgen. Deswegen bin ich auch reingegangen gegen die beiden, aber. Die hat einfach geultet. Und kurz bevor die Ulti ausgelöst wurde, habe ich gedacht, ja, ich mache jetzt einen Kuh. Und dann habe ich noch irgendwas anderes gleich festgehalten. Ich push jetzt einfach Botlane, weil die pushen eh nicht Bot. Muss ich das dann machen? Mal gucken, vielleicht kann ich jetzt Turm holen. Stack massiv, mich gewann sowieso keine 1 gegen 1, außer halt vielleicht Jax. Ich schaffe, denke ich, mal den Turm. Weil ich muss mir jetzt an den Turm machen. Den muss ich kriegen. Kriege ich auch. Und jetzt mache ich Drache. Es bringt ja nichts zu deffen. Die werden das gewinnen, aber... Vielleicht versuchen die zu pushen und derzeit kann ich Drache machen. Oh, ich glaube, Jax kommt. Ja, da ist er. Verdammt, der hat zu früh gekriegt. Okay, das war schlecht, ich habe zu früh gesmited. Zu früh gesmited. Aber es war klar, in dem Moment, wo ich hingehe, kommt er halt auch. Ich brauche übrigens, weil die machen übelst viel AP-Damage. Morgana. Orianna, Jax verhältnismäßig auch. Ich brauche Magie-Resistenz, deswegen gehe ich in den Schuhen nicht auf Attack-Speed. Sondern ich hole mir die hier. Und ich hole mir... Sondern als letztes oder als nächstes. Ich hole meinen Cleaver wieder. Ich mache ein bisschen so den Constant Damage Armor Shred Guy. Wo nutze ich das gegen die? Nein, nutze ich nicht. Ich mache kein Black Cleaver. Ich hole mir hier den Maw für Magieresistenz. Ja, die sind noch die ganze Zeit noch schon noch aktiv. Brauche ich gar nicht dran. Oh nein. Oh. Schade. Jackson. Ist auch schlecht gespielt. Ich war ein bisschen unschlüssig, ob wir jetzt rein sollten oder nicht. Eigentlich nein. Aber dann sind die anderen halt mit rein und so. Nein, keine gute Idee. Das gewinnen wir nicht. Und deswegen habe ich gezögert. So, no man, don't do it. Don't. Oh, jetzt geht er rein, jetzt muss ich wieder zurück. Ich hatte keine Ulti gehabt. Mit Ulti wäre es was gewesen, vielleicht. Terrace kann überhaupt gar nichts machen. Was ist das? Was machen die? Der Fist hat 48 Minions bei 20 Minuten. 48 Farben bei 20 Minuten. Als Midlaner. Das haben wir jetzt 180. So, ich hab wieder Ulti. Nein, ich lass mir nicht. Es wird wieder ein Lose. Ja, Trash, die sind halt zu viert. Da brauche ich auch nicht reingehen.
So viel gegen Trash und nichts, kann ich vergessen. Can't go in there. Jetzt ist eine gute Idee. Ernsthaft? War gar nicht so gut. So, wir haben Double Kill. Gut. Pushed. Pushed oder Baron? Komm, das Baron holen. Ich hab sogar noch zwei Smite. Schluss da, kommt her, lasst den Jax. Geht in die. Alter, der 760er Smite, komm, holen wir. So, den haben sie gekriegt. Aber Baron ist doch schon mal etwas. Morgana will es echt wissen. Schade. Ich habe gerade W gedrückt, neben meinem letzten Schuss durchkam. So, Hexdringer hole ich. Ja, Morgana macht ein bisschen was Orianna, aber Jax hat vor allem durch die Auto-Attacks. Jax macht mehr AP als AD fast. Wenn wir das Game rauszögern können, können wir gewinnen. Auch nur dann. Das hat ja mal gar nichts. Keine Chance. Fist 52 Minions. Seit vorhin da. In den letzten 3 Minuten hat er 4 Minions gemacht. Oh. Ich verkaufe den Heiltrank hier und hole mir dafür. Das nächste Langschwert, weil es ist worth. 10 AD für einen HP-Pot. Gegen Jax brauche ich nicht kämpfen, das sei denn, ich habe Exhaust. Ich muss gerade mal gucken, ob Blue Buff noch da. There is no go in the... Wollte rein? Na, kann nicht. Muss ich so Ulti zünden. Eben gerade war es halt mal eine kurze Idee. Oh, kurz gute Idee, die waren zu dritt. Dem Ulti gepinkt hat, sah das so aus. Oh, jetzt eine gute Idee zum Engagen. Aber dann waren die anderen wieder zurück. Das wäre keine gute Idee. Weil die drei haben sich gedacht, ja, gehen wir halt alle auf die. Ja, Dragon ist weg. Kannst auch nichts machen. Das ist einfach rauszögern jetzt. Es wird wieder ein super langes Game. Zum Glück mache ich 2 Versionen. Einmal gecuttet, einmal ungecuttet. Super viele Assists. Bin aber super unglücklich gestorben ein paar Mal. Brauchen jetzt einen Turm. Lass die Siegeman jetzt nehmen und ich versuche die Jinx aufzuhalten. Weil die wird eh pushen. Ah, oh, sie pusht nicht. Ja. Stefan und Jinx hätte ich das gemacht, weil wir alle in der Mitte da sind. Hey. Es geht ja doch noch ab hier. Haben sich eingekriegt? Ja, die schreiben weniger. Wer schreibt, der spielt nicht. Jetzt schreiben sie nicht mehr an, jetzt fangen sie wieder an zu spielen. So, ich mache aber gerade einen noch Split Push. Jetzt mache ich immer noch einen noch Split Push. Weil jetzt können sie erst recht nicht kämpfen. Und auch nicht mit mir.
Beziehungsweise, ja, komm, jetzt geh ich noch weg. Vorher noch die Tür machen. Oh nein, du so Starrys jetzt rein. Die hatten einfach nur ein bisschen. Lass sie doch den Inhib nehmen, warten, bis Stretch respawned ist. Jetzt ist wieder 3 gegen 4. Nein, kann ich nichts machen. Kann ich nicht, können wir nichts machen. Geht nicht. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Ja, die haben hier das Dings. Okay, das war's vom Game. Es war aber echt ein bisschen lauchig. Jetzt haben alle Lanes wieder verloren, alle 3. Kann ich gewonnen. Darius war so ein bisschen zu aggressiv oder zu leichtsinnig. So, ja, ich bin 3-mal gegen ihn gestorben. Ich probiere trotzdem zu kämpfen. Ich meine, ich bin Darius, ich darf das. Fizz war halt so, ich tilte jetzt. Von Farmen tue ich eh nicht. Tja, am Bot hat auch keine guten Karten gehabt. Okay, dann bis zum nächsten Game. Mal gucken, wo ich eingerankt werde.